schenke ich denen. Aber das Problem, die nimmt man die Würde weg. Das heißt, man hat keine Bedeutung. Entschuldigen Sie, in Afghanistan, die wurden vor ein paar Monaten, jeden Monat durchschnittlich 40 Frauen sich verbrannt. Wovon reden wir? Eigentlich, ich rede nicht, ob wir in Europa jetzt Freiheit für Frauen haben oder nicht haben. Gut so, okay, wenn wir darüber reden, kein Problem. Aber wissen Sie, über diese Katastrophe müssen wir reden, was da läuft. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich höre, dass wir einen weiteren Zuschauer in der Leitung haben. Einen schönen guten Abend, wer ist nun live mit dabei? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Arthur Scharkow. Schönen guten Abend. Ja, können Sie uns hören? Hallo? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich? Ja, bitte. Es geht darum, dass Sie nochmal kurz erläutern zu der Sache Steinigung im Islam. Das wird ja ganz groß immer überall nochmal thematisiert, in den Medien sehr stark, immer diese Steinigung. Ja. Was ist das dazu? Ich okay. Mal kurz dieses erwähnen. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Dankeschön. Herr Tarik, vielleicht können Sie was zu der Steinigung sagen im Islam. Es steht, die Steinigung der Frau gibt es nicht im Islam. Überhaupt nicht. Es steht nicht im Koran. Und das war der Weg, dass heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solange er über eine Sache nicht direkt von Allah offenbart wird, hat immer die Gesetze von Tora gefolgt. Das ist im Tora, das in der fünften Buch Moses, das steht geschrieben, wenn eine Frau Ehebruch begangen ist, ohne irgendwelche Bedingungen, ohne irgendwelche Aufklärung, hat gesagt, sie wird einfach bis zum Tode gesteinigt. Und dann, also wir sehen nur ein Ereignis, ja. Ein Fall in das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo eine Steinigung stattgefunden hat. Normalerweise, es gibt nicht, was der Koran gesagt hat, das hat gesagt 100 Peitschenhiebe, aber mit einer großen Bedingung, wenn vier Augenzeuge da ist. Sagen Sie mir, das ist, wenn eine Frau oder ein Mann macht Liebe zum Beispiel in Öffentlichkeit, in Bushaltestelle oder in Hauptbahnhof oder irgendwo in U-Bahnhof, dann gibt es vier Zeugen. Also eigentlich diese Strafe gibt es nicht. Wenn eine Frau und Mann hat etwas illegal eine Beziehung gehabt und niemand weiß davon, sie haben ihn vier Wände gemacht, dann später sie können bereuen und Allah ist der barmäßig, er kann sie vergeben. Aber vier Zeugen ist eine große Bedingung. Aber heutzutage, ich würde sagen, diese vier Zeugen-Geschichte funktioniert noch, auch nicht in manchen islamischen Ländern, wo Hungernot ist, wo Korruption ist, wo die Leute zum Beispiel gekauft werden. Ja. Ja, also das funktioniert nicht mehr. Ja. Also für mich ist diese Steinigung, gibt es nicht im Islam. Die andere Strafe, 100 Peitschen, liegt für mich immer noch auf dem Eis. Ja. Wie sieht das denn mit der Frau aus? Hat sie ein eigenes Einkommen? Darf sie zur Arbeit gehen? Natürlich. Darf sie eine Ausbildung genießen? Natürlich. Das sind so Fragen, die wir heutzutage immer wieder hören. Auch Sie ja, Frau Hübsch. Ja, also vielleicht können Sie darauf noch mal kurz eingehen. Ich finde es vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, wir haben ja gesehen, auch in dem Artikel, dass, was der Imam hier eben erläutert hat, Steinigung gibt es nicht, trotzdem wird es praktiziert in den sogenannten islamischen Ländern. Auch was Sie gesagt haben, es gibt diese Missstände. Was ganz wichtig zu erwähnen ist jetzt von meiner Seite, ich glaube, wir glauben es alle als Mitglieder der Ahmadiyya Muslimgemeinde, dass der Islam eine Reform braucht. Die Zustände, wie sie in den islamischen Ländern sind, in den sogenannten islamischen Ländern, sind unhaltbar, sie sind erschreckend, sie sind grausam. Das kann nicht der Islam sein, der Frieden bedeutet. Und gerade deswegen sagen wir, wir brauchen eine Reform innerhalb des Islams. Und derjenige, der diese Reform bringen sollte, der prophezeite Messias, Mahdi, der ist gekommen. Aber auf den hört die islamische Welt nicht. Und das ist halt auch ein theologisches Problem, dass ein Großteil der Muslime deswegen auch irregeleitet ist, sich von irgendwelchen Mullahs aufstrauchen lässt und diese radikalen, drakonischen Strafen praktiziert, weil eben der Reformer fehlt, weil die Leitung fehlt und weil man kein Bewusstsein mehr dafür hat, was richtig und was falsch ist. Ja. Herr Nejat, Sie möchten was sagen? Ja, genau. Also wissen Sie, ich glaube, diesem Herr kann bezeugen, Sie dürfen im Koran keine Reform machen. Also, und das heißt, wenn Sie jetzt überhaupt zu einem Imam oder Islam sagen, Islam soll man reformieren, ich meinte mit Reform Rückbesinnung auf die ursprüngliche dann Lehre. Sind Sie, dann sind Sie wirklich ein ungläubiger Mensch. Also, darf ich mal erklären? Herr Tarik, bitte. Darf ich mal erklären? Ich kann nur ein ganz einfaches Beispiel erklären. Wenn Sie ein Bild haben von Ihrer Mutter zum Beispiel, sehr schönes Bild in einem Rahmen, ja, und auf diesem, also Sie lieben Ihre Mutter sehr und das Bild ist sehr hübsch, ja, und dann, es liegt Staub auf diesem Bild, ja, also das heißt, was machen Sie aus Liebe? Sie nehmen ein Tuch oder Aufdruck, Sie machen dieses Bild sauber. Das heißt, Sie ändern in dem Bild gar nichts, sondern die beseitigen die Staub. Genau. Die Aufgabe der Ahmadiyya Muslim Reformgemeinde ist nicht,
in den Islam etwas zu ändern oder in den Koran etwas zu ändern, sondern der Staub der Missverständnisse, der Staub der Missdeutungen, was heutzutage Islam in Verruch gebracht hat, zu beseitigen. Und bitte vergessen Sie das nicht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manche Religionsgelehrte gesagt, sie sind die schlimmste Kreatur auf dieser Erde. Ja? Und dann hat er gesagt, es wird die Zeit kommen über die Muslime, wo Islam nur von Namen hier übrig bleiben wird und von Koran nur Buchstaben. Die Leute verstehen das Koran nicht, sie praktizieren das Koran nicht. Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde ist deswegen da, dass die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Lehre des Koran praktisch in der Welt durchgesetzt wird. Das heißt voraus Frieden und Frieden und Liebe. Ja, vielen Dank, Herr Nejat. Meinen Sie, dass Frau Hübsch in dieser Gesellschaft integriert ist mit dem Kopftuch? Leider traurigerweise nicht. Frau Hübsch, was meinen Sie? Ich denke, ich kann da ein ganz kurz was sagen. Bitte. Wissen Sie, ganz ein kleines Beispiel. Wenn Sie jetzt Arbeit suchen, wenn Sie irgendwo arbeiten möchten, also wissen Sie, für mich diese Kopftuch, was Sie tragen, mit vollem Respekt, ich will Ihnen gut, dass wir nicht nahtreten, aber ganz ehrlich, Sie haben diese Chance nicht, eine Arbeit bekommen, erste Stelle. Und für mich, Sie haben einen Stempel auf Ihrem Stirn gemacht, dass ich, wissen Sie, ich gehöre irgendwo anders. Wir lassen jetzt noch mal kurz Frau Hübsch antworten, denke, dann sind wir auf dem Ende. Wenn das wirklich so ist, dann ist die Gesellschaft das Problem. Wenn jemand eine andere Hautfarbe hat und die Gesellschaft findet das nicht in Ordnung, kann es nicht tolerieren, dann kann er auch nicht seine Hautfarbe ändern. Mein Kopftuch gehört zu mir, so wie eben eine Hautfarbe zu einem gehört. Und das kann ich nicht einfach ablegen, nur weil ein paar Leute ein Problem damit haben. Ja, also so einfach ist das nicht. Ich denke, ich persönlich bin integriert, aber es gibt Tendenzen in der Gesellschaft, die einem die Integration erschweren. Und die Medien haben da eine große Verantwortung, in andere Richtungen das Ganze zu lenken. Vielen Dank, Frau Hübsch. Vielen Dank, Herr Tarek. Vielen Dank, Herr Nejat, dass Sie bei uns waren. Ich verabschiede mich mit dem Motto der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde: Liebe für alle und Hass für keinen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toleranz, Liebe, Religion, Islam.